Dann ist der erste Besitzer nach 4 oder 5 Jahren gestorben und dann hat der Bruder den gekriegt. Mhm. Der Bruder hatte nur ein Bein, da fehlte das rechte Bein. Weil der zweite Bruder dann hinterher auch so krank war, konnte nicht mehr fahren, deswegen auch die wenigen Kilometer. Mhm. Der hat 19 Jahre lang fast nur in der Garage gestanden, ist aber jedes Jahr vom Mercedes abgeholt worden. Kann das auf der Rechnung sehen, dann haben die eine Inspektion gemacht und haben ihn wieder in die Garage gefahren. Hallo und willkommen zurück zu Mozart Car Classics. Heute mal wieder ein W123. Jetzt werden manche sagen, boah, langweilig, Alltagsauto, millionenmal gebaut worden, ganz aber normales egal. Brot- und Butterauto. Aber keiner sieht so aus wie dieser 123. Einmaliges Auto. 100% einmalig. Das Fahrzeug hat 45.000 Kilometer gelaufen. Spricht natürlich klar schon für einen guten Zustand. Aber dieses Fahrzeug, das toppt wirklich einfach alles. Knöpfe, Armaturen, die ganzen Leisten, alles, was man sich hier anschaut, ist in einem werksmäßigen Zustand. Es gibt hier nicht mal irgendwo einen Fettfleck irgendwo dran oder dass sich der Chrom so ein bisschen ablöst. Allein an diesen Knöpfen, die sieht man es auch immer sehr schnell. Du hast ja hier vorne das kleine Drehrädchen zum Verstellen für die Scheinwerfer vorne. Und jetzt schau mal hier, die Maserung auf diesem Rad ist im absolut perfekten Zustand. Die Verzahnung hat gar nichts. Hier ist nicht eine Macke drin. Genauso am Schaltknopf oder hier auf den Kunststofftafeln. Nix. Keine Macke, kein Kratzer, kein Riss. Also so ein Fahrzeug, sage ich wirklich, da gibt es vielleicht doch eine Handvoll auf der Welt. Auch wenn das Fahrzeug so oft gebaut wurde, so ein Zustand, Innenraum, absoluter Traum. Aber gut, wir wollen ja nicht nur beim Innenraum bleiben. Schauen wir uns das Fahrzeug von unten an, weil das... Maximal Hohlraum konserviert bis zum Armageddon. Da ist nichts drin außer Wachs. Sehr schön. Hier ist auch nichts. Sehr schön. Keine ZV. Hier sieht er auch absolut sauber aus. Stabilbereich oben auch. Bleche sind auch top. Hier ist nichts. Der Teller hinten in der Ecke fängt mini. Nee, ist alter Lack, der hochkommt. Entschuldigung. Sauber. Ablauf, nur Dreck, kein Rost. Hier ist sauber, da kommt Wachs raus von der Versiegelung. Hinterachskörper ist auch gut, wurde auch abgedichtet, von außen oberflächlich mit Silikon. Ein paar bisschen Schmutz, ein paar Farbreste. Ein bisschen unter Bodenschutz wurde schon gesprüht aus der Dose, aber nicht viel. Wachs haben wir viel, sehr schön. Achskörper ist fast 100% rostfrei. Wir haben nur ein, zwei Pickel. Die verschwinden aber definitiv durch Strahlen. Oben sauber. Ablauf ist perfekt. Der Teller ist sauber. Sauber. Achsaufnahme hinten ist auch sauber. Andere Seite auch top. Ist auch nichts dran. Bodenblech auf beiden Seiten ist absolut akkurat, viel unter Bodenschutz, viel Masse auf jeden Fall. Nee, die haben überall drüber geschmiert, aber das ist cremig, das ist nicht feste, das ist schon mal ein Vorteil. Es wird also auf jeden Fall erhöhter Bedarf an Eis. Ja. Was ich ja super finde, ist, wir haben heute mal einen Kunden, der nicht so kamerascheu ist. Mal sehen. Du hast jetzt dein Auto noch nicht gesehen? Nein. Da war ich mal 2 Tage nicht da, hat Micha mir gezeigt. Da habe ich gesagt, wieso hast du da so viel lackiert? Und ich habe da gar nichts lackiert. So sehen die aus ab Werk. Und das ist das, wenn ihr einen 123er euch anschaut oder kauft, die haben Wagenfarbe unten. Also ich habe noch keinen gesehen, ist alles schwarz. Also Dreck. Gucken wir mal, oder? Was habt ihr damit gemacht? Irre. So, Micha, jetzt mal ganz ehrlich, wo hast du jetzt hier mit Farbe gearbeitet und wo nicht? Achsen. Achsen? Achsen. Der Rest ist original. Glaubst du nicht. Aber die Wahrheit ist, man sieht es hier, ja, dass es original ist. Guck mal, wenn du jetzt hier neben mich stellst, den Schweller hat tatsächlich jemand schon mal lackiert. Weil der Schweller, der ist original. Und ich blende noch mal unten ein. Ich gucke auch noch mal genau, der müsste eigentlich Galinitgrau sein, was ein etwas hellerer Ton ist. Also hier hat schon mal jemand lackiert. Also ich weiß, dass die Farbe unter dem Gummi bis oben hin absolut identisch ist. Ist die identisch? Die ist absolut identisch. Unter dem Gummi war nur ein bisschen Staub. Okay. Und dann muss ich noch mal gucken, wann dieser Wechsel war. Weil sie haben irgendwann von Galinitgrau auf tiefdunkelschwarz gewechselt. Aber was du halt hier siehst, ist, da siehst du halt auch, dass wir jetzt nicht noch mal drüber lackiert haben. Weil dieses Schwarz
Ist da drüber gelaufen. Ist da drüber, das heißt, das war zuerst. Ja. Also haben die zuerst braun? Auf dem Weg hierher habe ich mir genau das überlegt. Wie lief das im Werk? In welcher Reihenfolge haben die das gemacht? Das wird dann wahrscheinlich nur einer wissen, der dabei war. Die Farbe vom Schweller ist ja prinzipiell immer die gleiche, die auch der Kofferraumdeckel innen hat und die der Kofferraum auch hat. Innen hat. Genau, aber der überall. Ist auch sehr dunkel. Das ist? Nee, dann haben die mit tiefdunkelschwarz gearbeitet. Ja. Und ich würde mal sagen, die Nummer jetzt nicht im Kopf, aber diese Farben sind ja sowieso die allerersten, die eigentlich drauf kommen. Im zweiten Schritt, denke ich, machen sie dann so die Türinnenseiten, alles was irgendwie braun sein soll, was halt nicht schwarz oder galenitgrau ist und halt auch die Einnebelung hier unten und die eigentliche Lackierung, ich denke, das war alles auch Handarbeit. Letztlich die eigentliche Lackierung ist eine Roboterlackierung gewesen damals. Meinst du? Meinst du schon? Auf jeden Fall. Wenn ihr es besser wisst oder im Werk dabei wart oder Papa und Opa an den Dingern gearbeitet hat, das ist alles Vermutung gerade im Moment. Klar, Vermutung, die basiert ein bisschen auch auf vielen Autos, die wir gesehen haben. Variiert auch von Werk zu Werk. Das sehen wir dann auch bei den 90er-Autos. Bei Karmann haben sie viel genebelt. In Bremen haben sie gesagt, ach, lass die mal rosten, die Kisten. Flugrostmäßig haben wir eigentlich gar nichts gehabt. Das Einzige, was es halt hier und da mal gab, war hier so ein leichter Lackabplatzer. Ja. Und klar, die haben wir dann entsprechend korrigiert. Habt ihr da neue Gummis reingemacht oder sind die so schön? Wir haben auf jeden Fall ein paar neue Gummis reingemacht. Hinten im Rathaus war ein Gummi kaputt, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn der original wäre. Ich glaube, der ist noch original. Der sieht original aus. Ist, ja. Wahnsinn. Ich bin so von der Farbe hier begeistert, die auf dem Werk da drauf gemacht haben. Ja. Das hatte ich schon da. Rathäuser hinten können wir mal gucken, die sind auch schön. Also Rathäuser generell. Hier war der Gummi durch, hier haben wir einen neuen reingemacht. Ja. Auch dann Vorsicht, Fett. Das wollte ich wissen. Gut. Auch dann hier diese Teile, wo das Gold halt wieder komplett rauskommt. Ja. Oh, dann da, genau, das da. Ja. Ja. Wahnsinn. Auch schon die Farben da, diese Kennung an den, an den Federn. Das ist alles wieder rausgekommen. Ja. Also viel anders hat er nicht ausgesehen ab Werk wie jetzt. Aufkleber ist auch noch schön drauf geblieben. Ja gut, das hat er ja abgemacht. Ich denke mal, ja, die war eh nicht drauf beim Strahlen. Nee. Wir haben die aber, soweit es geht, haben wir die auch gestrahlt, aber halten halt nicht so drauf, dass dann irgendwie Lack abfliegt. Weißt du, ob die schon mal neu kamen? Das ist der Originale. Das ist der Originale? Ja. Ja. Ja, da hatten ich habe keine Rechnung gefunden, weil ich habe jeden Fitzelchen Papier von dem Auto. Und der hat alles aufgehoben, alles, komplett. Das habt ihr hier ja wieder zugemacht. Der war mal, also ursprünglich ist er als Schalter auf die Welt gekommen. Ja, 200er Vergaser. 200er Vergaser, Baujahr. Schalter. Baujahr 82. Der wird jetzt 41. Ja. So. Dann ist der erste Besitzer nach 4 oder 5 Jahren gestorben. Mhm. Und dann hat der Bruder den gekriegt. Mhm. Und der Bruder hatte nur ein Bein. Mhm. Da fehlte das rechte Bein. Der hätte den so nicht fahren können. Aha. Dann ist A, das Gas von rechts nach links gelaufen, mhm. deswegen auch die Löcher hier, da war oben so eine Halterung dran. Mhm. Dann haben die den auf die linke Seite gesetzt mhm. und haben den komplett als Automatik umgebaut. Mhm. Der hat bei Mercedes für 15.000 D-Mark mit so einer Teileliste. Mhm. Das war wirklich so ein Umbauprozess, den gab es bei Mercedes. Den gab es, das konntest du als Z, wo wir gerade von gesprochen haben, der hat mir das erzählt, das haben die öfter gemacht. Das konntest du machen, weil sonst hätte der das Auto von seinem Bruder, wo es ihm dran gelegen hatte, den ideellen Wert, hätte der nicht fahren können. Mhm. Ja, Tempomat haben sie nicht mit nachgerüstet, gell? Nein. Ja, und dadurch halt, davon sind halt die Löcher über hier. Ja. Und nachher haben sie dann Gaspedal wieder. Das ist dann quasi als der. Haben sie wieder den Besitzer. Aber die Bremse haben sie gelassen. Oder die Bremse ist geblieben. Das heißt, sie haben einmal das Gaspedal von rechts nach links rüber. Genau. Und dann wieder zurück. Genau. Okay. Damit man das wieder. Damit du mit deinen Füßen nicht durcheinander kommst. Sonst hast du mit dem Kupplungsfuß Gas gegeben. Das ist nichts gut. Ja. Faszinierende Geschichte. Und die hat dann auch dazu geführt, dass das Auto wahrscheinlich mehr in der Garage stand als sonst wo. Das hatte 19 Jahre lang, weil der zweite Bruder dann hinterher auch so krank war, konnte nicht mehr fahren, deswegen auch die wenigen Kilometer. Mhm. Der hat 19 Jahre lang fast nur in der Garage gestanden, ist aber jedes Jahr vom Mercedes abgeholt worden. Kann das auf der Rechnung sehen. Dann haben die eine Inspektion gemacht und haben wir wieder in die Garage gefahren. Super. Die Garage war unten im Haus drin. Deswegen sieht der auch wahrscheinlich noch so gut aus. Weil wenn du eine feuchte Garage hast, schaffst du das auch nicht. Da fängt er an zu schimmeln. Ja.
Und über welchen Weg bist du dann ans Auto gekommen? Ich habe den im Internet gefunden. Okay. Wie lange hast du ihn jetzt? Seit 2 Jahren. Den hat vorher leider mal jemand anders gehabt. Der hat den aber genau 200 Kilometer gefahren. Mhm. Schluss. Und ja. Er hatte den weggestellt und dann wollte er den wieder loswerden und ich habe ihn gekauft. Und du würdest dich auch als Liebhaber-Sammler bezeichnen? Als Liebhaber. Wir haben, ich sag mal so, mit meinem Sohn zusammen einen Stern auf den Stirn. Okay, ja, cool. Dann sag ich mal vielen Dank für die Geschichte. Gerne. Und, weil das ist ja schon etwas ungewöhnlich. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch schon viele hier gehabt und also so sah nicht annähernd einer aus. Weil wie gesagt, die Farbe, wenn die mal unter Beschuss steht, 20 Jahre von Steinschlag, dann ist sie. Aber das war ja alles schwarz vorher, das war ja alles nur noch straßengrau. Ja, vielleicht hat das dann letztlich sogar geholfen. Der Wagen ist komplett Hohlraum konserviert, natürlich. Ach, siehst du, das wollte ich noch gesagt haben. Fehlt nur einer? Der ist von damals mal von dem Eigentümer, von dem ersten Eigentümer, 82 gekauft. Mhm. Der hat 83, 85 und 87 von Mercedes jemals für 80 Mark nochmal eine Hohlraumversiegelung bekommen. Ja, guter Deal, würde ich sagen. Wohl war ein guter Deal. Ja. Deswegen sagtest du ja am Anfang, gefüllt bis zum Armageddon. Mhm. Aber für 80 Mark hätte ich es ja morgen gemacht. Guck mal, die Preise für 80 Mark komplett. Ja, haben wir wohl. Sauber, aber vor allen Dingen dreimal, alle 2 Jahre. Und dann haben sie gesagt, jetzt ist voll. Nadel passt nicht mehr. In den Türen, alles, komplett, kannst du zu sehen. Und dann 90er, jetzt verdienen wir Geld mit gerosteten Autos. Ehrlich, ne? Erste TÜV-Untersuchung, schon weg der 202. Ne, aber wir haben hier unten die Träger, klar, habe ich ja jetzt nochmal Hohlraum konserviert. Rahmen, Längsträger, alles komplett. Da, wo schon Fett drin war, war es mir egal. Ich habe nochmal mit reingenäht, nochmal reingejagt, sage ich mal so. Ja. Also in dem Auto ist genug Fett. Auf jeden Fall, das Leistungsgewicht von dem Fahrzeug ist auf jeden Fall jetzt im Keller. Jesus. Einmal komplett gestrahlt. Ein paar alte Wachsreste entfernt. Nach dem Strahlen neues Wachs wieder angebracht. Die Taschen haben natürlich auch gestrahlt. Ich habe dann aber irgendwann nicht mehr weiter reingestrahlt, weil der Lack sich löst. Ja. Das ist da ein bisschen zu risikoreich. Nee, richtig. Ich habe dann aber Das hattest du ja vorher schon angekündigt, dass du da vorsichtig. Ja, das wird wahrscheinlich passieren. Du siehst es, hier hast du so ein paar schwarze Stippen, wo der Lack sich gelöst hat. Ja. Das ist zu gefährlich, wirklich. Und noch weniger Druck geht nicht. Ich war da, glaube ich, nur noch bei 3 Bar. Ja. Und dann hast du auch keine Reinigung mehr, dann ist vorbei. Ja. Und dann, was hast du da reingetan? Ich habe diesmal eine transparente Wachsversion genommen, damit man das halt auch alles im Original sieht. Das ist ein sehr, sehr widerstandsfähiges Wachs. Das ist auch an den Händen, wenn du das jetzt einmal dran hast. Das bleibt die ganze Zeit da dran. Das verteilt sich nur immer weiter. Jetzt hast du es im Gesicht, keine Chance. Okay. Das ist richtig schön. Damit habe ich auch hier die Kammern geflutet, weil das sieht man nicht so extrem, wenn man es mal anfasst. Oh ja, ja, alles klar. Und damit habe ich den halben Motorraum besprüht. Was ich noch sagen kann, ist, der hatte damals mal 82, hatte der noch diese Ochsen, also diese runden Scheinwerfer. Ja, ja. So, und dann wollte der natürlich 83, sind die anderen rausgekommen, soviel ich weiß. Am Ende hatten sie ja alle die. Ja, am Ende hatten sie alle die und er wollte dann halt der Erstbesitzer die neuen Scheinwerfer haben. Dann haben sie ihm einen erlassen und den anderen musste er bezahlen. Okay. Fair eigentlich, oder? Crazy, warum auch? Naja, komm, einer ist aber vermerkt, einer als Bezahlung. Okay, super. Na gut, vielleicht haben sie die als Gebrauchteile in Zahlung genommen dann. Ja, gut, kann auch sein. Dann. Kann auch sein, kann ich mir gut vorstellen. Du hast auch hier überall, dass du Bescheid weißt, hier überall ist dieses Wachs drauf komplett. In den Kanten, in den Scheinwerferscharnier, also hier oben am Lampentopf, hier drunter an dem Blech. Yeah. In den Kanten komplett reingeschossen, hier drunter entlang. Yeah. Alle kleinen Kammern, alle kleinen Öffnungen haben dieses Wachs jetzt. Yeah. Aber habt ihr die innen drin, wenn du die Verkleidung von den Kotflügeln rausnimmst? Da ist auch alles schmierig. War vorher ja schon. Da konntest du sehen, dass er mal was gekriegt hat. Da war ja richtig dick schon drin. Aber da ist das Gelbe drin. Ja, von uns nicht ja, da, genau, da ist das Gelbe drin. Weil das Transparente lief ja hier ist da jetzt runter. Nicht für, ja, ich sag mal, Spritzwasserbereiche, wo es sich ausmalen könnte. Ja. Das ist wirklich nur oberflächliches Schutzwachs, damit man an den Stellen, wo Rosten stehen könnte, geschützt ist, dass da nichts kommt. Das ist noch mit Teil Original, das Wachs. Und ansonsten habe ich die ganzen kleinen Verschraubungen und sowas. Das sieht man halt nicht schön bei dem Wachs, das ist halt das Tolle, aber hier... Ja, ich merke es. Überall, super. Die ganzen Scharniere, die Kanten. Ja. Ich habe auch überall, wo die Kabel aufliegen, habe ich es auch drauf gesprüht. Also hier diese ganzen kleinen Kontaktstellen. Ja, also wenn der mal nass werden sollte unterwegs, der steht dann immer mit leicht oft geöffneten Türen in der Garage. Dann ist gut, dann kann es abtrocknen. Ja. Nur nicht ein Tuch nehmen und runter herwischen. Nee. Sonst macht man es leider. Dann mache ich dir dein Wachs wieder. Das wäre schade. Sonst muss ich da Haken kommen und muss kurz nachsprühen. Ja, genau. Ja, er kriegt, also ich bin jetzt auf das Aral Schöne umgestiegen. Weil er springt dann einfach als Vergaser, springt er besser an, wenn er kalt ist. Hast du einen Unterschied gemerkt? Ja, also das habe ich gemerkt. Nee, du hast jetzt er ist immer schon ganz gut angesprungen, aber mit dem Aral noch mal deutlich williger. Das scheint ihm gut zu schmecken.
Ich glaube zwar nicht, dass das irgendein Fitzelken im Endeffekt ausmacht, aber beim Anspringen auf jeden Fall. Ja, es soll ja schon auch sparsamer sein, ja. Die Brennräume sauberer halten und so. Ja. Also ich ja. bin auch Fan von dem Zeug. Ja. Das bist du wirklich, du tust das auch in den Diesel rein, egal was für ein Auto, oder? Ja, genau. Max, großer Fan, tut's überall rein.